Die falsche Rolle mit Deutschland. Eine Aufarbeitung der geschichtlichen Wahrheit unseres Vaterlandes von Josef A. Kofler. Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Bertolt Brecht, 1898 bis 1956. Das dauernde Beschuldigen des deutschen Volkes seit 1945 ist wie das unablässige Schlagen eines erblindeten und gefesselten Körperbehinderten. Geistig verkrüppelt, gefesselt und blind gemacht wurden die Deutschen durch dauernde falsche Geschichtsdarstellungen seit vielen Jahrzehnten, wodurch ihnen alle Argumente zur Verteidigung und Rechtfertigung genommen wurden. Vorwort. Wann in der Geschichte wurde ein Volk so lange und so schwer beschuldigt wie das Deutsche seit 1945? Dies geschah trotz der Tatsache, dass Hitler durch massive Einwirkung des Auslandes Reichskanzler wurde und ein Diktator war. Wer würde die Russen für Stalin verantwortlich machen? Sogar in den Demokratien werden die Völker nicht für die Untaten der Regierungen verantwortlich gemacht. Selbst einen Verbrecher darf man nicht über 50 Jahre hinweg andauernd beschuldigen, dies wäre ganz unmenschlich. Es handelt sich hier um einen in der ganzen Geschichte der Menschheit beispiellosen, Christentum und Zivilisation missachtenden, schweren geistigen Terror. Durch nichts kann der Lebens- und Selbstbehauptungswille eines Volkes so geschwächt werden, wie durch unablässiges Einhämmern von Schuldgefühlen. Die Umerziehung zwang dem deutschen Volk sogar ein ganz widernatürliches Verhalten auf. Die Deutschen achten heute jene, die sie an Untaten erinnern, also beschuldigen und belasten, und sie verachten die, welche sie entlasten und befreien wollen. In diesem Buch mache ich vor allem auf jene Tatsachen aufmerksam, die seit 1945 verschwiegen werden. Ich will so mithelfen, der Wahrheit eine Gasse zu bahnen, denn nur diese vermag den großen Ungerechtigkeiten die Grundlagen zu entziehen und so Gerechtigkeit und Frieden auf Erden zum Triumph zu führen. Wer sich um die Wahrheit bemüht, muss sich eigenartigerweise heutzutage entschuldigen. Ich war also, weil ich mit dem rücksichtslosen Vorgehen gegen Gegner, mit dem Kirchenkampf und der Rassenpolitik nicht einverstanden war, im Gegensatz zu fast allen heute in Deutschland führenden Leuten, nie in einer nationalsozialistischen Organisation, auch nie Marxist. Mein Bruder und ich waren damals die einzigen von der Schule, die wir damals besuchten, die nicht in der Hitlerjugend waren. Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende auf der Erde. Denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben. Absichtliche Lügen und Ungerechtigkeiten. Nicht durch Panzer, Flugzeuge, Unterseeboote oder durch Gas- oder Atombomben, sondern durch die psychologische Kriegsführung, die Belügung, Betrügung und Irreführung der Völker wurden beide Weltkriege entschieden. Dabei konnten keine Lügen so plump sein, dass sie von den naiven, unpolitischen Völkern nicht geglaubt wurden. In Frankreich erzählte man zum Beispiel während des Ersten Weltkrieges in den Schulen,
dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. Unter seiner Maske als Mensch nur ein Ungeheuer, ein scheußlicher Menschenfresser sei. Sein Gegenstück, der Kaiser von Österreich, esse dagegen mit Vorliebe kleine Kinder. Erschienen in Panorama 1918 auf Seite 30. Die Feinde Deutschlands waren gewissenlos genug, die Welt mit frei erfundenen Märchen von deutscher Schurkerei zu überschwemmen. Unglaubliche Geschichten von deutscher Barbarei ließen einen Mythos von besonderer deutscher Grausamkeit entstehen, der noch heute das Denken fast aller färbt. Professor Dr. Ramos aus Buenos Aires erklärte 1916, dieses bewusste Lügen und Hetzen gegen Deutschland, so wörtlich, sei eine der seltsamsten Erscheinungen der Weltgeschichte. Die Alliierten lehnten im Zweiten Weltkrieg jeden Verhandlungsfrieden ab und erzwangen die bedingungslose Kapitulation. Diese gab den Siegern die Möglichkeit, alle meinungsbildenden Stellen in Deutschland, wie zum Beispiel die Massenmedien, Schulen usw., mit Leuten zu besetzen, die bereit waren, dem deutschen Volk die Propagandalügen der Sieger, umgeben mit der Aura gelehrter Achtbarkeit, insbesondere die Fehlthese von der deutschen Alleinkriegsschuld, unablässig einzuhämmern. Der amerikanische Professor Harry Elmer Barnes schrieb: Von der gesamten Bevölkerung sind nur wenige Gruppen einer so vollständigen Gehirnwäsche unterzogen worden, wie die Gilde der Historiker. In Deutschland wurden große Forscherpersönlichkeiten wie Hans Delbrück, Hermann Onken und Erich Brandenburg durch wahrheitsfeindliche Eiferer wie Walter Hofer, Hans Adolf Jakobsen, Hans Rothfels, Gotthard Jasper, Golo Mann und andere ersetzt, um der Wahrheit Widerstand zu leisten. Das andauernde Einpauken von Schuldgefühlen diente und dient auch heute noch dazu, dem deutschen Volk Wesen und Art zu nehmen, sein Nationalgefühl zu zerstören und es willig und aufnahmefähig für allen Unsinn zu machen. Bei allen wichtigen Bundestagsdebatten dient noch heute allen drei Parteien die Lüge von der Alleinschuld Deutschlands als Grundlage der Entscheidungen. Schon ein Blumenstrauß gibt Anlass, an höhere Wesen und an einen Gott zu glauben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit, in der die ganze Welt aufgrund der Lügenflut glaubte, dass das deutsche Volk das schuldigste und verworfenste der ganzen Weltgeschichte sei, erschien in Amsterdam die Frau aller Völker, die einst Maria war, und sagte: Mit Deutschland wird eine falsche Rolle gespielt. Das deutsche Volk ist gut. Es wird nur durch die Umstände falsch geleitet. In Klammern Hans Baum, die apokalyptische Frau aller Völker, Seite 24, Christiana Verlag, Stein am Rhein. Die Frau aller Völker nannte also die Umerziehung und wohl auch die unwahren Beschuldigungen eine falsche Leitung, eine Verführung des deutschen Volkes. Welcher Völkerverführer und Weltverderber hat nicht Worte wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie usw. benutzt, um die Völker zu betören und seine Ungerechtigkeiten und Schandtaten zu tarnen? Doch, wenn ich Wahrheit sage, so meine ich Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es auf Erden keine Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit keinen Frieden. Deshalb erfordert, den Frieden zu wollen, nicht auf seine eigenen Rechte zu verzichten, wie es unsere Politiker tun, sondern die Wahrheit zu suchen und zu deren Verbreitung beizutragen, um das auf Lügen beruhende Unrecht zu entlarven. Um dieser Forderung des Friedens zu entsprechen, will ich versuchen, die Geschichte der Wahrheit entsprechend darzustellen und besonders auf jene Fakten zu verweisen, die heute absichtlich verschwiegen werden. Die Demokratie erfordert eine wahrheitsgetreue, realistische Unterrichtung des ganzen Volkes. Eine der großen Geschichtslügen ist die Behauptung, dass das deutsche Volk der notorische Störenfried der so friedliebenden Völkerfamilie sei. Der höchste englische Berufsdiplomat Lord Vansittart verfasste eine Flugschrift mit dem Titel Black Record, welche 1941 erschien und innerhalb zweier Monate 4 Auflagen erreichte. In dieser Hetzschrift war unter anderem zu lesen: Hitler ist kein Zufall.
Er ist das natürlich fortgezeugte Produkt einer Rasse, die von den frühesten Tagen der Geschichte an räuberisch und kriegslüstern war. Karl der Große führte jedes Jahr einen Krieg, weil er nach der Weltherrschaft gierte. 800 Jahre sind seitdem vergangen, aber der deutsche Instinkt ist in dieser Hinsicht immer der gleiche geblieben. England führte in den letzten 4 Jahrhunderten 230 Kriege. Durch eine lange Kette von Angriffskriegen, von Kriegen gegen die Rechte und Freiheiten friedliebender Völker hat England 500 Millionen Menschen unterworfen und ein Meer von Blutvergießen, Schrecken und Ausbeutung über die Erde gebracht. Da aber Vansittart den politischen Unverstand der Engländer und Amerikaner kannte, konnte er die falschen Anschuldigungen im Black Record, die in der Tat gegen England passend gewesen wären, gegen Deutschland, ohne Widerspruch erwarten zu brauchen, in Massen verbreiten, um die Welt gegen Deutschland aufzuhetzen. Die Anschuldigung, das deutsche Volk hätte die meisten Kriege verschuldet, ist, wie verschiedene Berechnungen ergeben, unhaltbar. Der bekannte britische Militärhistoriker Captain Russell Grenfell schreibt: Das Kriegskerbholz von 1815 bis 1907 weist folgende Einkerbungen auf: England 10, Russland 7, Frankreich 5, Österreich 3, Preußen-Deutschland 3. Im Buch Der Weg zum Frieden habe ich auf Seite 142 und 196 ähnliche, jedoch umfassendere Berechnungen aufgeführt, welche die Zeit zurück bis zum 12. Jahrhundert berechnen. Hier kommen wir zu dem Ergebnis, dass das deutsche Volk in Wirklichkeit mit großem Abstand von England, Russland und Frankreich die friedliebendste Nation Europas ist. Betrachtet man die deutsche Geschichte, so muss man feststellen, dass diese, mit verschuldet deutscherseits durch mangelndes Nationalbewusstsein, eine sehr leidvolle Geschichte war. England versuchte zu verhindern, dass sich der europäische Kontinent einigte und dass in Europa eine Macht so stark wurde, dass sie eine Gefahr für England werden könnte. In Klammern Gleichgewichtspolitik. Frankreich hingegen wollte, obwohl es ein kleineres Volk war als das deutsche, die erste Geige in Europa spielen. Um dies zu erreichen, unterstützte es durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage die Feinde des Deutschen Reiches. Gleichgültig, ob es die Türken, Schweden, Russen oder Engländer waren. Frankreich betrieb unentwegt die Politik der Schwächung und Aufspaltung des deutschen Volkes. Allein in der Zeit vom Jahre 1300 bis 1600 erfolgten mindestens 17 größere Invasionen und Raubzüge in deutsches Gebiet. Das katholische Frankreich unter Kardinal Richelieu verband sich, ohne Rücksicht auf konfessionelle Gegensätze, mit dem protestantischen Schweden und bestärkte dieses durch Geldzahlungen in seinen Angriffsabsichten auf das Deutsche Reich während des Dreißigjährigen Krieges. Im Jahre 1633 griff Frankreich durch die Besetzung Lothringens offen in das Ringen ein. Dadurch erhielt der Dreißigjährige Krieg endgültig seine für das deutsche Volk so verderbenbringende Wende. Fast zwei Drittel der Bevölkerung kamen um. Unvorstellbare Not beherrschte das Land. Polygamie und Menschenfresserei kamen vor. Deutschland wurde in seiner politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung um Jahrhunderte zurückgeworfen. Es wurde in mehrere hundert Teile zerrissen und die Vormachtstellung Frankreichs war nun gesichert. Die Friedensbestimmungen, in Klammern Westfälischer Friede, besiegelten die Ohnmacht von Kaiser und Reich und sicherten Frankreich die Voraussetzungen, die deutschen Reichsstände gegen den Kaiser oder gegeneinander auszuspielen und Richelieus Rheinpolitik fortzusetzen. Allein in der Zeit zwischen 1678 und 1686 unternahm Frankreich wenigstens 10 größere Angriffe auf Deutschland. Bald darauf verwüsteten ohne jeden Anlass die Franzosen die Pfalz und zerstörten Heidelberg, Worms und Speyer. Weitere französische Angriffe folgten in den Jahren 1702, 1733 und 1740, dann 1756 und 1763, dann während der Französischen Revolution und unter Napoleon.
Frankreich hat durch die Jahrhunderte mit den Angriffskriegen, Raubzügen und Überfällen gegen Deutschland, in Klammern mindestens 30 seit dem Mittelalter, sich eine unermessliche Schuld aufgeladen. Doch wann betrieb Frankreich je Vergangenheitsbewältigung, Selbstbeschuldigung oder Wiedergutmachung? Als Bismarck endlich den größten Teil des deutschen Volkes einigen konnte, erklärte Frankreich 1870 den Krieg, um dies in letzter Minute zu verhindern. Der französische Ministerpräsident Clemenceau meinte dazu: 1870 erklärte Napoleon III. In einem Augenblick des Wahnsinns den Krieg an Deutschland. Kein guter Franzose hat je gezögert zuzugestehen, dass das Unrecht an diesem Tage auf unserer Seite war. Durch diese deutsche Einigung entstand wieder in Mitteleuropa eine natürlich gegebene, aber lange Zeit künstlich niedergehaltene Macht. Dies war aber nicht nur Frankreich, sondern auch England und dem Panslawismus, in Klammern Russland, zuwider. Das in Gänsefüßchen friedliebende Russland annektierte vom Jahre 1700 bis zum Jahre 1900 täglich durchschnittlich 104 Quadratkilometer Land. Schon 1849 ertönte Russlands Forderung von der Elbe bis nach China. Die Wiedererstarkung Deutschlands gefährdete die imperialistischen Ziele Russlands. Deshalb entstand in Russland eine schreckliche Hetze gegen Deutschland. Karl Marx äußerte dazu 1870: Die Dinge würden eines Tages mit Krieg zwischen den Hohenzollern und den Romanows enden. Der General Skobelew hielt im Februar 1882 in Warschau, damals war Polen eine russische Provinz, eine Rede, bei welcher er ausrief: Unser gemeinsamer Feind ist der Deutsche. Das Reich, das durch Blut und Eisen gegründet worden ist, kann nur durch russisches Blut und Eisen zertrümmert und muss zertrümmert werden. Dann folgte der Satz, der Russlands Schlagwort wurde: Der Weg nach Konstantinopel führt durch das Brandenburger Tor. Die Nowojewrenja versicherte 1886 in einem Artikel: Das russische Volk sehnt sich danach, all sein Blut im Kampf gegen Deutschland zu vergießen. Die SPD erklärte deshalb im Reichstag: Russland, unser wirklicher Tod- und Erbfeind. Und Bismarck bemühte sich durch einen Finanz- und Wirtschaftskrieg, den er gegen das Zarenreich führte, die russische Aufrüstung zu erschweren. In Klammern: Rund 100 Jahre später unterstützt der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt Russland, das sich inzwischen zur größten, grausamsten und expansivsten Tyrannei der Geschichte entwickelt hat, durch wirtschaftliche und politische Maßnahmen. Am 24. August 1885 erschien in England in der Saturday Review der Artikel Our True Foreign Policy. In diesem heißt es unter anderem: Unser Hauptwettbewerber im Handel und Verkehr ist heute nicht länger Frankreich, sondern Deutschland. Bei einem Krieg mit Deutschland kämen wir in die Lage, viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Der von der Saturday Review am 1. Februar 1896 veröffentlichte Artikel A Biological View of Our Foreign Policy von Professor P. Chalmers Mitchell brachte Folgendes zum Ausdruck: Krieg ist der deutliche Ausdruck des Tatsache gewordenen Daseinskampfes. Wäre morgen jeder Deutsche beseitigt, es gäbe kein englisches Geschäft, noch irgendein englisches Unternehmen, das nicht wüchse. Macht euch fertig zum Kampf mit Deutschland, denn Germania est de lenda. In Klammern: Deutschland muss zerstört werden. Die gleiche Zeitschrift am 11. September 1897: Und wir könnten dann zu Frankreich und Russland sagen: Sucht euch die Entschädigung selbst, nehmt euch in Deutschland, was ihr wollt, ihr sollt es haben. Frankreich lechzte nach Vergeltung für die Niederlage. Es wollte die alten deutschen und deutsch besiedelten Reichslande Elsass-Lothringen wiederhaben und die alte, in Gänsefüßchen bewährte, Politik der Schwächung und Aufspaltung Deutschlands wieder aufnehmen. England, Frankreich und Russland, es sind die Staaten, welche in der Vergangenheit schon so schrecklich viel mit Blut und Eisen gewirtschaftet haben, verbündeten sich nun, um Deutschland zu vernichten. Das Zweite Deutsche Reich war von Anfang an von Todfeinden umstellt. Es hätte aber verschiedene Möglichkeiten gegeben,
diesen für das Reich lebensgefährlichen Zustand zu beseitigen. Das wurde von den Zeitgenossen durchaus gesehen. Moltke forderte verschiedentlich den Präventivkrieg, oder besser ausgedrückt, den Verzicht auf grundsätzliche Friedlichkeit, um Alarmzustände, in Klammern solche gab es öfters, zur Beseitigung der großen Gefahr zu verwenden. Die Franzosen und Engländer hätten hier bestimmt nichts versäumt, doch Deutschland hielt unbeirrbar am Frieden fest. Dafür erhielt das Deutsche Reich 1914, als der Zeitpunkt für die Feinde am günstigsten war, den Krieg. Und vom Bundespräsidenten Gustav Heinemann am Sonntag, dem 19. Januar 1971, zum 100. Jahrestag der Reichsgründung eine Schmährede präsentiert. Heinemann ließ kein gutes Haar am Zweiten Deutschen Reich. Er sagte unter anderem: 100 Jahre Deutsches Reich. Dies heißt eben nicht einmal Versailles, sondern zweimal Versailles, 1871 und 1919. Und dies heißt auch Auschwitz, Stalingrad und bedingungslose Kapitulation 1945. Am 30. Juli 1914 erzwang Russland, ermuntert durch England und Frankreich, durch die Generalmobilmachung den Ersten Weltkrieg. Trotz der für Deutschland sehr ernsten Lage erließ Deutschland die Anordnung zur Mobilmachung erst nach Frankreich. Dieser für das Weiterbestehen des Deutschen Reiches notwendige Schritt war bereits um 48 Stunden hinter der Mobilmachung Russlands zurückgeblieben. Die Lage von Deutschland und Österreich-Ungarn war ernst. Deren Bevölkerung von zusammen 118 Millionen Menschen auf engem Raum stand gegen 258 Millionen Menschen, über die die Entente verfügte. Dabei ist die Kolonialbevölkerung nicht gerechnet. Außerdem wirkte sich verhängnisvoll aus, dass die Ausnutzung der Wehrkraft der Mittelmächte zurückgeblieben war. Die Mittelmächte verfügten über 3,5 Millionen, die Entente aber über 5,7 Millionen Mann Landtruppen. Außerdem wurden die Feinde Deutschlands von Amerika unterstützt. Der französische Geschichtsforscher und ehemalige Minister Hanno Tau teilte mit: Als vor der Marne-Schlacht 1914 die französische Stimmung so gedrückt war, dass viele Politiker den sofortigen Frieden mit Deutschland wünschten, erschienen bei der französischen Regierung drei amerikanische Gesandte und beschworen die Regierung, hart zu bleiben, indem sie ihr das Versprechen gaben, dass Amerika in den Krieg eingreifen werde. Die Völker der Welt wurden durch eine Flut von gegen Deutschland gerichteten Lügen und Verleumdungen überschwemmt, um diese gegen Deutschland aufzuhetzen. Der größte Teil von ihnen erklärte auch Deutschland den Krieg. Die deutschen Friedensangebote während des Krieges wurden abgelehnt. Trotz der feindlichen Übermacht hätten aber die Mittelmächte den Krieg gewonnen, wenn Amerika, welches gern zur Stelle ist, wenn es einen schmutzigen Job zu bewältigen gilt, nicht Deutschland den Krieg erklärt hätte, um die sichere Niederlage der Alliierten zu verhindern und so das gute Geschäft mit dem Krieg zu retten. Den armen, unwissenden Völkern wurde erzählt, die Zivilisation und Demokratie müsse gerettet werden. Eine halbe Million amerikanische Investoren hatten englisch-französische Obligationen im Wert von 2 Milliarden Dollar gekauft. Diese durften natürlich nicht verloren gehen. Bi Baruch, dessen Vermögen 1914 auf 1 Million Dollar geschätzt wurde, nannte bei Kriegsende 300 bis 400 Millionen Dollar sein eigen. Morgan ist der Mann, der 1914 nach London reiste und mit 8 Milliarden Mark Kriegsaufträgen für die Entente in der Tasche nach den Staaten zurückkam. Er selbst hat an dem Geschäft 2% oder 160 Millionen Goldmark verdient und außerdem machte er sich noch zum Hauptaktionär der Rüstungsfirmen. Zur Rettung seiner Forderungen zwang er das amerikanische Volk dann in den Krieg und finanzierte so den Todesstoß gegen Deutschland. Zitat aus Der deutsche Nahrungsmittelarbeiter Nummer 28 von 1933. Am 4. Oktober 1918, als noch kein feindlicher Soldat die deutsche Grenze überschritten hatte, ging, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, das deutsche Waffenstillstandsangebot über die Schweiz nach Washington ab. Wir wissen, dass seit Jahrzehnten die drei Lumpen, Bourgeoisie und Regierung von England, Frankreich und Russland, Vorbereitungen getroffen haben, um Deutschland anzugreifen.
Zitat Lenin im Februar 1915. Nur die Wahrheit ermöglicht Gerechtigkeit und nur diese den Frieden in der Welt. Wie viel Leid, Not und Tod hatten nun Russland, Frankreich, England und Amerika auf höchst ungerechte Weise über Deutschland gebracht? Welche Blutschuld haben die Alliierten sich aufgeladen? Die Gegner Deutschlands waren am schrecklichen Ersten Weltkrieg schuldig. Doch die Sieger kümmerten sich nicht um Wahrheit und Gerechtigkeit. Im Gegenteil, der Waffenstillstandsvertrag wurde gebrochen. Und durch den auf der Lüge, Deutschland habe den Ersten Weltkrieg ganz allein verschuldet, basierenden Versailler Friedensvertrag, in Klammern in Wirklichkeit ein Unfriedensdiktat, wurde der Unfrieden erst richtig aufgeheizt. Deutschland wurde nun verantwortlich gemacht für alle Schäden, welche die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges erlitten haben. Deutschland wurde gezwungen, 137 Milliarden Goldmark, Gänsefüßchen, Wiedergutmachung zu zahlen. Diese Forderungen waren das Vierfache des damaligen Goldbestandes der Welt. Sie waren das 34-fache der Kontributionen von 1871. Wie großzügig man rechnete, erweist Folgendes. Für Frankreich hatte Loucheur die Wiederaufbaukosten mit 60 Milliarden Goldmark errechnet. Klotz zählte 107,2 Milliarden. Das französische statistische Jahrbuch dagegen weist für den gesamten Gebäudebesitz Frankreichs vor dem Krieg den Wert von 47,6 Milliarden aus, wobei die Kriegszerstörungen nur 4% der bebauten Fläche Frankreichs betrafen. Deutschland, das seit Jahren unter der Hungerblockade litt, musste 180.000 Milchkühe und viel anderes Nutzvieh abliefern. Die oberschlesischen, lothringischen und saarländischen Kohlengruben wurden weggenommen. Trotz dieses unerhörten Ausfalles sollten die Deutschen auf die Dauer von 10 Jahren jährlich 43 Millionen Tonnen Kohle abliefern. Das Versailler Unfriedensdiktat enthielt nicht weniger als 440 grausame Absätze. Philipp Scheidemann, SPD, sagte als deutscher Reichskanzler im Mai 1919: Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Und dabei sollten wir die Hände regen, die Sklavenschichten für das internationale Kapital schieben, Frondienste für die ganze Welt leisten. Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. So unannehmbar, dass ich heute noch nicht zu glauben vermag, die Erde könne solch ein Buch ertragen, ohne dass aus Millionen und Abermillionen Kehlen aus allen Ländern der Welt, ohne Unterschied der Partei, der Ruf erschallt: Weg mit diesem Mordplan. Willy Brandt, der spätere deutsche Bundeskanzler, soll allerdings geäußert haben, dass die Sieger mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu lasch umgingen. Die Wiedergutmachungszahlungen sollten bis 1988 dauern. Not und Elend breiteten sich aus. Der Fleischverbrauch sank von jährlich 52 Kilogramm pro Kopf im Jahre 1912 auf jährlich 26 Kilogramm im Jahre 1922. Der Brotverbrauch sank um 24%. In Berlin wurden vor dem Krieg täglich 1.400.000 Liter Milch verbraucht. Ende 1922 waren es nur noch 300.000 Liter. Die Tuberkulose griff um sich. Rachitis, Blutarmut, Skorbut und Hungerödeme breiteten sich aus. In Klammern, mehr über diese alliierte Nachkriegspolitik erfahren Sie im Buch Der Weg zum Frieden, Seite 17 bis 27. Dr. Hjalmar Schacht wurde in Amerika befragt, wer denn in Deutschland für oder gegen Hitler sei. Dr. Schacht erwiderte: Wenn man Deutschland weiterhin zum Tode verurteile, werde es bald sehr viele Hitler geben. Die Nachkriegspolitik der Sieger des Ersten Weltkrieges wäre auch dann falsch gewesen, wenn Deutschland am Krieg allein schuldig gewesen wäre. Die ungerechte, satanische Nachkriegspolitik der Sieger des Ersten Weltkrieges verursachte den Nationalsozialismus. Um die Ehre der Sieger beider Weltkriege zu schützen, wird jedoch die Weltwirtschaftskrise als Ursache vorgetäuscht. Professor Dr. Theodor Heuss, erster Präsident der Bundesrepublik Deutschland, sagte: Die Geburtsstätte der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München,
sondern Versailles. Der englische Premierminister Lloyd George ging während der Friedensverhandlungen in Versailles an die Wandkarte, zeigte auf Danzig und Westpreußen und sagte: Dies ist die Ursache des nächsten Krieges. Der holländische Gesandte von Swindern äußerte: Die Friedensbedingungen von Versailles enthalten alle Keime eines gerechten und dauerhaften Krieges. Dr. Eugen Gerstenmaier, erster Präsident des Bundestages, schrieb: In Wirklichkeit wurde der Zweite Weltkrieg dem deutschen Volk schon vor dem Versailler Vertrag erklärt. In den Protokollen der Deutsch-Englischen Historikerkonferenz von 1955 ist zu lesen: Die Politik des Deutschen Reiches zielte 1914 nicht auf die Entfesselung eines europäischen Krieges ab. Und Professor Dr. Karl Tansil erklärte: Deutschland trägt keine Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Man könnte eine ganze Reihe Zitate auch nicht deutscher Persönlichkeiten anführen, welche zum Ausdruck bringen, dass Hitler als Politiker das Produkt der bösartigen, ungerechten, räuberischen Politik der Sieger des Ersten Weltkrieges war. Ohne diese teuflische Politik der Alliierten hätte Hitler niemals beschlossen, Politiker zu werden, und wenn er dies trotzdem getan hätte, so hätte er keine Möglichkeit gehabt, in der Politik eine bedeutende Rolle zu spielen. Der italienische Ministerpräsident Francesco Nitti schrieb: Frankreich hat den Deutschen Demütigungen und Leiden auferlegt, wie die siegreichen Deutschen es nie versuchten. Was wäre 1815 und 1870 aus Frankreich geworden, wenn die Deutschen so verfahren wären, wie die Franzosen heute gegen Deutschland verfahren? Ich weiß nicht, wie Frankreich die endlose Reihe von Gewalttaten und Beraubungen, das ganze teuflische System berechneter Zerstörung und Zersetzung ertragen hätte, das Frankreich gegen Deutschland in Anwendung brachte. Aber das eine weiß ich, dass Deutschland sich niemals mit den Verbrechen seiner Besieger besudelt hat. Während des Krieges veröffentlichte Baudin im Auftrage der Stiftung Carnegie eine statistische Studie über den Krieg. Hiernach hat Frankreich im 17. Jahrhundert 64 Jahre Krieg und 36 Jahre Frieden gehabt. Im 18. Jahrhundert 52 Jahre Krieg und 48 Jahre Frieden. Im 19. Jahrhundert 32 Jahre Krieg und 68 Jahre Frieden. Das heißt, im Laufe von drei Jahrhunderten bis 1914 148 Jahre Krieg und 152 Jahre Frieden. Also bedeutend mehr Kriegsjahre als jedes andere Volk Europas und der Erde. Denn wer weiß nicht, dass kein Volk der Erde so viel Kriege geführt hat wie Frankreich, dass Frankreich alle Jahrhunderte hindurch die deutsche Einheit zu hintertreiben bestrebt war und dass der Geist des kriegerischen Abenteuers der vorherrschende Instinkt der französischen Volksseele ist.